Und somit, hi, na, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sekiro, Shadows Die Twice. Ja, ja, Sekiro, Shadows Die Twice. Genau, ja. Ja, hi, wir machen genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und wie gesagt, lieben gerne ein Like lassen, würde mich freuen, hilft dir den Kanal unglaublich sehr mit und dass auch die Videos hier gefunden werden, weil das ist ja der Sinn und Zweck von YouTube, dass man wohl wächst ein bisschen. Kann er noch was sagen? Sir, the man from before, right? I wanted to thank you for humoring my mother. That bell's troubled her for a long, long time. She kept muttering incoherently something about offering it to Buddha. Okay, das werden wir dann noch bei Gelegenheit machen. Aber da oben entlang gehen wir noch nicht. Das wäre töricht. Der Kanonenmensch da oben. Das war knapp. My God! Sicher ist sicher. Mal ein Kügelchen reinpfeifen. Okay. Hier nimmt er schon was wahr. Das ist nicht schön. Kann ich darum? Ich muss zu der Wurzel, ich muss darüber. Nichts hier weg. Okay. Okay. Gut, dann schauen wir mal weiter vorsichtig. Was haben wir da? Ah. Ach ja. Ach ja. Aber warum sollte ich das wollen? Was habe ich davon? Seltsam, seltsam. Ich habe die Spuren da gerade auch an der Wand gesehen. Ich habe da rüber gerade ein bisschen... sinniert. Oh oh! Gott sei Dank stirbt man dadurch nicht instant. Das ist natürlich jetzt eine Scheißaktion gewesen. Eisenschrott, damit können wir Prothesen verbessern. Ah, da geht die Heilung dahin. Schießt der schon aus Verdacht? Ist der doof oder so? Wenn ich jetzt darüber schwing, komme ich ja nicht da hoch. Aber wenn ich da jetzt jump. Ja, das geht. Ja, man darf nicht zu soulig denken in dem Spiel. Manchmal ist es einfach sinnvoller, Gegner einfach stehen zu lassen, den Weg außenrum zu finden und die versuchen von. Lass doch einfach los, danke. Die von hinten zu meucheln, das ist manchmal... Ah, shit. Well, shit my pants. Ne, ist zu weit oben. Schaffe ich das? Ja. Yep. So, jetzt sind wir schon hinter den Mauern. So einfach kann das gehen. Nun. Wir müssen aber da nach oben. Warum müssen wir da nach oben? Wenn man denn hochkommt. Deswegen. Hier kann man nämlich rasten.
Jetzt machen wir erstmal wieder unsere Kürbisflasche voll. Ja, ich habe nur noch 2 Kügelchen. Ich muss sparsam mit dem Kack umgehen. Nicht wahr? Monsieur Chicken? Is it Chicken? Ja. Da haben wir ja das Arschloch. Den holen wir uns. Du Kanonenbastard, du Miese. Schwarze Schießpulver. Diese schwarzen Körnchen sind eine Rohform von Schießpulver. Kann für alchemistische Prothesenmodulverbesserungen einschließlich solche mit Schießpulver und okkulten Mächten genutzt werden. Für diese einfachste Form des Schießpulvers gibt es viele Anwendungen. Yay! Und das einfach Gegenmittelpulver. Wenn man vergiftet ist, dass das daneben und gut ist. Ja, und die da unten, die können uns kackegal sein. Man muss sie nicht machen. Wir schauen jetzt bloß wieder, dass wir wieder da nach oben kommen. So, da nach unten. Und hier haben wir einen NPC. Hallo. I know you. Yeah. You're that good Sir Shinobi, sir. Huh? Well, I haven't seen you since, well, since that night. What night? You don't remember? No. Ah, I see. You don't remember. Listen, sir, you and I, we've met before. I was a thief back then. But those days are behind me. Now, I'm an upright and honest merchant. Only problem is, I'm broke. And being broke, I don't have anything to sell. So, good sir, would you mind lending me just a few coins to get my business going? I'll stock something useful just for you. You bet I will. And as a little bonus, I'll tell you all about that night. What do you think? Pretty good deal, right? Sag mal, heißt du zufällig Patches oder so, oder? Ja, komm da. Here's some coin. Thanks, good sir. Now talk. Yes, of course. That night. So my gang broke into the Hirata estate. Now, as you're aware, the Hirata family is part of the Ashina. Now, normally they'd mop the floor with petty thieves like us. I mean, no sweat. But it just so happens we broke in during a battle. Yeah. Almost all of the young samurai were away from home. It was a prime opportunity. Then we started a fire and cleaned out the place. That there's when I met you. You were looking for something. At least that's what it looked like to me. Well, that's all I know about that night. I see. Yeah. That look you're making now. You had that same look on your face that night. You still looking for something? Listen, good sir, for a price, I might be able to tell you some other tidbits you might find useful. For a price, of course, I'm a merchant now, you know, sir. I'll buy some information. Thank you very much for your patronage. Since you're a shinobi, I'll give you some information about shinobi tools. If you could. Now, I've seen this tube. A tube with fire blasting out of it. Huh? When we broke into the Hirata estate, one of my pals nabbed one. That's the sound the fire makes when it blasts out. Okay, das ist eine Information. Jetzt wissen wir, dass wir da in dem Hirata-Anwesen dann eben das Feuerrohr finden könnten. A fire-shooting tube at the Hirata estate. We'll keep that in mind. Das war alles soweit. Na gut. This man was from Hirata. I must pay my respects. Lord Kuro. Lady Emma, are there other Hirata survivors? There are very few of us left. I see. Apologies. There's no end to those who seek the dragon's heritage.
this was their fate. Because of those that pursued me. I didn't mean to involve them. Das sind halt eben so Erinnerungsschnipsel, die man anklicken kann, aber ja, habe jetzt noch nicht so viel Sinn, außer halt für die Story dahinter gesehen. Gut. I don't feel safe with that big bastard just tied up next to us. I'd rather not be gravely injured just before the war begins. Ah, if the worst happens, only choice is to use fire. Those red eyes fear fire. That's what the Lord's proclamation says. Proclamations? What a joke. Ashina sure has a funny way of preparing for war. Die roten Augen. Ja, was die roten Augen sind, wird mir bald erfahren. Kügelchen! Yay! Bestes. Noch einer weniger. Die roten Augen. Was das ist, das... Ja. Man hört es schon, man hört es schon. Rote Augen bedeuten Spaß, Spaß, Spaß. Da haben wir rote Augen. Ja, die nutzen vornehmlich Greifangriffe. Aua! Aua! Oh nein! Er hat einen Helfer! Haben wir schon wieder gesehen. Das Arschloch, du. Es lief gerade so gut im Ober. Müssten wir jetzt einfach abwarten, nützt nichts. So, Hoge.
Aua! Einmal! Das müssen wir jetzt noch einmal schaffen. Ist hier da oben am roten Punkt. Nein, 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 nein! Aua! Ah! Okay, wir sind tot. Ja, das ist was, wo ich sagen muss, das kotzt mich wirklich sehr an Sekiro an. Du bist sauschnell gleich von ganz vielen Leuten umzingelt. Das finde ich richtig, ja, muss ich mich ja so dran gewöhnen vermutlich, aber im Moment finde ich das sehr, sehr störend. Wie, ich wollte jetzt nur den scheiß Ogre da bekämpfen. Mm-mm. Ja, und jetzt ist halt ein bisschen Geld flöten gegangen und Erfahrung flöten gegangen. Nicht schön, aber hey. Kügelchen habe ich auch nur noch eins, was nicht so schön ist. Ja! Eigentlich wäre das jetzt schon wieder ein Grund, um zurückzugehen und das Ganze nochmal versuchen. Und ihr seht ja, das ist so eine Art Miniboss, weil oben Nebel ist, da wo es weitergehen wird. Also man muss den besiegen. Na! Ach man, wie dreckig ist das denn? Alles klar. Da schon wieder? Ja, ach, hör doch auf. Wann soll ich denn da dashen, bitte? Ach so, wenn man oft genug abgekratzt ist, dann breitet sich die sogenannte Drachenfäule aus. Das heißt, eure NPCs im Schrein werden krank und wenn ich das richtig verstanden habe, geht das so weit, bis sie sogar krepieren. Wird natürlich etwas ungünstig, wenn wichtige NPCs dabei sind. Ja, also das Wiederbeleben, das hat schon seinen Preis. Also man sollte möglichst wenig sterben. Göttliche Hilfe, also jetzt haben wir jetzt kein Geld und keine Erfahrung verloren. Naja. Jaha. Das habe ich auch schon gelesen. Das Spiel übertreibt es teilweise mit diesen tollen Nachrichten schon etwas sehr. Problem ist, ich komme halt da nicht anders hoch. Es gibt nur den Weg hoch. Ich kann den Speertypi da nicht flankieren. Ja! Das finde ich doch beschiss, sowas. Entschuldigung, aber was sollen die Scheiße, wenn ich wegdash, dass er sich da noch mitdreht? Fluchter Bastard. Na! Nein, 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 das war's. Wieder ein Tod mehr. Aua. Das meine ich eben. Ich finde, das Spiel übertreibt es teilweise einfach viel zu stark mit dem Schwierigkeitsgrad hier, ne? Mir hat auch irgend so ein dummes Schwein irgendwas geschrieben mit Gitgard, aber mir gedacht, ja.
hab du mal die Souls-Stunden auf dem Buckel, die ich auf dem Buckel habe, aber das hier ist lächerlich. Und nochmal, das Nervige ist, wenn die scheiß Drachenfäule sich ausbreitet, wirst du erst wieder zum Schrein gebracht, dann darf ich von da wieder hierher kommen. Also, muss das denn sein? Es ist doch schon nervig genug, dass man dauernd so einen scheiß Ladebildschirm hat. Und bestimmt könnte man vielleicht sogar was anderes gerade noch machen. Aber... ich möchte das jetzt gerade nicht machen. Ich will das da schaffen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich hin soll. Vermutlich könnte ich den auslassen. Aber ich will den killen. Privat habe ich es ja auch geschafft. Aber hier sitzt irgendwie der Wurm drin. Komm halt her, Mensch. Muss ich dich denn dauernd auf dieser Fucktreppe bekämpfen? Jetzt stehe ich schon wieder vor ihm. Jetzt bin ich wieder ein Dreiviertelkilometer von ihm weg. Ach Mensch. Was soll denn das die ganze Zeit? Da, schon wieder erwischt. Das Spieler, wenn es mal angepisst bist, dann läuft einfach gar nichts mehr. Da. Wenn es bei Security Nerven verlierst, dann war es das. Da läuft gar nichts mehr. Ja, das war's. Instant Kill. Danke! Ach, das war's jetzt sowieso. Weil das Arschloch mitgetriggert ist. Falscher Knopf. Dazu haben wir noch die brachial überladene Steuerung. Ja, das sind so Momente, wo ich halt eben gemeint habe. Also da kommen dann Emotionen durch. Das regt mich halt jetzt auf. Dann willst du hier weg, dann drückst du aus Versehen R2, obwohl ja L2 Haken ist und so weiter. Also ich finde es grenzwertig stellenweise. Da, hier, jetzt habe ich aus Versehen R2 gedrückt. Jetzt habe ich wieder einen Schurigen vergeudet. Es ist... ach... auf der anderen Seite, mein Gott, es ist kein Souls, aber trotzdem. Es nervt halt, ne? Es nervt halt. Da! Nein! Ich dachte, ich kann ihn stunnen. Welch Fehlannahme meinerseits. Nein! Nein, tot. Wird nicht viel passieren in dem Part, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ah, ärgerlich, ärgerlich sowas. Und das ist halt eben das zum Kurzen. Du wirst respawned, du musst die zwei Hämpflinge unten machen. Ist ja nicht wie bei Dark Souls, du kannst jetzt einfach vorbeilaufen, musst vielleicht den einen Gegner da machen, die anderen, die bleiben vielleicht weg. Nee, dann hast du auf einmal eine ganze Meute um dich rumstehen. Der nervige Speertype da oben, der geht auch tierisch auf die Klöten. Da, jetzt haben wir das eben mit der Drachenfäule. Genau. So, you're awake. Your death is not your fate, just yet.
Genau. Fäule-Essenz, Bildhauer. Von irgendwoher ertönt ein gequältes Husten. Der hustende Mann fertigt wie besessen Buddha-Statuen an, um nicht von den Flammen verzehrt zu werden. Der Besitzer dieses Objektes reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erhalten. Sprich, Fäule-Essenz, ängstliche Dienerin. Von irgendwoher ertönt ein gequältes Husten, das Husten von und Keuchen einer alten Frau, die sich um ihren geliebten Herrn sorgt. Der Besitzer dieses Objektes reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erhalten. Genau, je öfter jemand mit der Macht des Drachenerbes stirbt, desto weiter verbreitet sich die Krankheit namens Drachenfäule. Das Husten und Keuchen überall ist Beweis, dass jemand, der mit dem Wolf zu tun hatte, erkrankt ist. Je mehr Fäule-Essenz du hast, desto geringer sind deine Chancen auf göttliche Hilfe. Have you seen the sculptor lately? Yes. He's... All I know is what Dogen told me long ago, that the dragon's heritage can bestow the power of resurrection. However, it is not any ordinary power. Repeated use leads to stagnation, which will eventually reach a point where it overflows. This causes those who do not have the power to become sick, a disease known as dragon rot. He knew much about it, but even so, he was unable to determine a cure. Forgive me. Is there a way to treat this dragon rot? I do not know. However, it must be stopped. I am unsure. But the first step is to look through my mentor's research and see if I can discover a way. Thank you. Jetzt wissen wir ja aber, dass die Rotaugen Angst vor Feuer haben. What is it? Seems to me your battle sense has returned. You're more like a shinobi than before, if only a little. Take this. Esoterik-Text. Ein Buch voller Geheimnisse über Shinobi-Techniken zum Erlernen und Fähigkeiten des Shinobi-Stils. Dieser Text beschreibt die innersten Geheimnisse der Shinobi-Künste, wie Angriffe in der Luft oder das Verbergen des Körpers, um nicht gesehen zu werden. Solche Bewegungen sind den Samurai nicht möglich. What is it? Shinobi Techniques. Und ich habe die Schnauze jetzt voll von dem ganzen Gelaber. Ja, du kannst deine Fähigkeitspunkte, die du da verdienst, quasi eintauschen, um Fähigkeiten zu erlangen. Das kann man hier. Weil ich auch ein bisschen was spielen will, das versteht ihr sicherlich. Ja, genau. Fähigkeitenerwerb, bla bla bla. Fähigkeiten erwerben. Genau, und dann gehst du einfach da drauf und was du haben willst, das nimmst du dann einfach. Ich möchte das da dann erst noch gerne haben. Wobei, ja, wir nehmen das da. So. Eine Kampfkunst. R1 und L1 halten, um das ausgerüstete Ding dann halt eben zu nutzen. Ja, ja, bla bla bla. So. Und dann kann ich jetzt diesen Move machen. Und wir haben ja noch von der Oma da die Glocke bekommen. Die gehen wir mal zu dem Buddha hier. Weil wir wissen, die Rotaugen haben Angst vor Feuer, so wie sie da gemeint haben. Und unser Diebeskollege da meinte, sie haben hier ein Feuerrohr gefunden. Schauen wir mal, ob wir es finden. Hear the bell speak to you. Ich nehme das jetzt noch ein paar Mal probiere. Da versuchen wir mal die Schwächen der Feinde auszunutzen. Vielleicht bringt uns das ja ein bisschen weiter. Weil sich jetzt darüber aufregen, das nützt nichts. Ich kann mich jetzt über das Spiel aufregen, aber das ist nicht der Sinn dahinter. And awaken old memories from their slumber. Genau, genau. So. Jetzt sind wir in der Erinnerung von vor 3 Jahren. Warum auch immer. Aber hey, das hat die Glocke jetzt bewirkt. Kügelchen, immer gerne. Erstmal rasten.
Dann nehmen wir den Ort hier jetzt als Schnellreisepunkt frei haben. Also wir können jetzt quasi durch die Zeit reisen. Jetzt schon. Ja, wir müssen da irgendwie nach unten kommen. Schnellster Weg. What year is it? What year? An odd question. Tell me. It's the year of the Dragon Spring Pilgrimage. The Dragon Spring Pilgrimage? That was 3 years ago. What is this? The sculptor mentioned an old memory. I don't remember any of this. But it appears this is the past. Was ich festgestellt habe bei Sekiro, also man muss seinen eigenen Schweinehund überwinden. Man darf jetzt nicht so wie bei Souls verbissen an was dranbleiben, das kann klappen, aber dann tut man sich selber nicht gut dabei. Weil dann artet Sekiro ganz schnell einfach nur zu Dauerstress und Arbeit aus. Sinnvoller ist es halt jetzt eben, den Oger erstmal sein zu lassen. Das heißt nicht, dass man ihn am Leben lassen soll, aber vielleicht ist es sinnvoller, erst später wieder zu kommen. Vielleicht findet man ja noch was, was einem hilft. Und ich weiß ja zum Glück, dass es da was gibt, aber ich... Das ist dieser elendige Stolz, den man eben hat. Man will es ja so schaffen, aber warum denn schwer machen, wenn man auch Möglichkeiten hat, sich es einfach zu machen oder eine Hilfe hat. Einfach die Schwächen der Feinde ausnutzen. Wie gesagt, es ist ja nicht mal Dark Souls. Schatzkarpfenschuppe. Eine glitzernde Schatzkarpfenschuppe. Für den normalen Menschen ist es nur eine schöne Schuppe. Aber es gibt jene, die einen bestimmten Meister preisen. Und für die diese Schuppen zu den wertvollsten Dingen der Welt zählen. Aus diesem Grund kann es sich lohnen, sie zu sammeln. Ja, ja. Könnte man sagen, eine gewisse Ähnlichkeit vielleicht zu den Kristallechsen vielleicht? Kommt er angewatschelt in seiner Windel. Ja, es ist so dumm, sich's anhört, aber sobald du wirklich ungeduldig wirst oder nicht mehr gelassen genug bist, dann wird Sekiro nochmal sehr viel schlimmer. Ist okay, Fehler zu machen. Ist okay, da auch mal irgendwas falsch zu machen. Aber du darfst dann nicht die Nerven verlieren. Du musst wirklich möglichst konzentriert bleiben. So. Man muss sich wirklich selbst dazu zwingen. Also ich muss mich dazu wirklich zwingen teilweise, aber es ist besser so. Man muss sich wirklich nach dem Spiel richten. Nicht umgekehrt. Hier, dann klappen auch die Parries. Wenn man da wirklich ruhig, wenn man sich Zeit nimmt, dann haut das hin.
Aber man darf nicht ungeduldig werden. Man muss ja wirklich erstmal reinkommen. Und wenn man im Flow erstmal drin ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ein einfacher von der Hand geht. Aber solange man das nicht hat, dann tut man sich selbst keinen Gefallen. Wenn man verbohrt ist, halt, und wirklich versucht, seinen Schuh durchzuziehen. Ich meine, oh, da drüben ein Gegenstand. Du kannst Gegner ja töten. Du kannst sie ja niedermähen mit dem Schwert, so lange drauf einprügeln, bis sie tot sind. Das funktioniert. Aber es ist ja eigentlich wirklich sogar nur eine Schatzkarpfenschuppe so gedacht, dass man wirklich die Schwächen der Feinde ausnutzt, dass du dir Zeit nimmst im Kampf. Das ist eigentlich die Essenz. Und drum, ja, wie gesagt, bei mir kannst du jetzt auch noch zum einen oder anderen emotionalen Moment kommen, aber das ist einfach der Trick. Das ist das Sinnvollste, was man machen kann. Versuchen, schnell wieder einen klaren Kopf zu bekommen, die Niederlage zu akzeptieren und weiterzumachen. Und noch eine. So, was bist du? Know about carp skins? The sparkling, shining scales of the treasure carp. Bring them to me, and I'll reward you handsomely. Genau. Und hier kann man eben die Schatzkarpfenschuppen eintauschen für göttliches Gras. Geheime Medizin, die die Vitalität vollständig wiederherstellt und alle Statusanomalien heilt. Wie göttlicher Segen, sozusagen. Vertrocknete rote Kürbisflasche. Eine runde, vertrocknete rote Kürbis, der mit Heilwasser gefüllt ist. Das Heilwasser füllt sich beim Rasten wieder auf, reduziert die Ansammlung an Verbrennung und erhöht leicht den Verbrennungswiderstand, heilt aber nicht die Brennstatusanomalie. Klingt nicht so schlecht. Maskenfragment rechts. Die Maske muss in mehrere Teile zersprungen sein. Dieses Fragment scheint die rechte Seite zu sein. Und fließender Übergangtext. Kompendium für die Kampfkunst des fließenden Übergangs. Sie wird mit Erwerb dieses Textes freigeschaltet. Und so weiter. Ich sammle erstmal. Ich glaube, ich will mir erstmal die Maske holen. Das ist übrigens ein Kappa, das Ding da in der Vase. Normalerweise hausen Kappa, soweit ich weiß, unter Brücken und fressen Kinder. Nur so, wenn es jemanden interessiert. Und Karpfen können halt in der ganzen Welt auftauchen, darum heißt es auch, hier jetzt ein bisschen Augen offen halten. Aber das ist es, also will ich, verlier nicht die Nerven bei Sekiro, sonst hast du schon verloren. Und wenn es mal scheiße läuft, das ist halt wirklich eine bittere Medizin, die musst du schlucken. Oder es wird echt schwer und du hast gar keinen Spaß mit dem Spiel. Musste ich auch erst lernen. Und das, ihr seht ja das. Ja. Auch ich kann das noch nicht. Okay. Nein. Vergiss es. Rasten wir lieber nochmal. Machen das Ganze nochmal. Was mich auch stört, ist, wenn du einen Attentat machst. Und du schleichst, dass du nach dem Attentat im Stehen-Modus wieder bist und er nicht automatisch weiterschleicht, das finde ich ein bisschen scheiße. Da bist du halt auffällig wie Sau, ne? Ich kann es mal kurz zeigen, was ich meine. Dreh dich um. Mach jetzt! Hier, schleichen, ne? Attentat? Stehen. Das finde ich ein bisschen nicht so schön.
umgehen die jetzt erstmal. Und bei Sekiro ist auch der Trick klar, du hast sehr, sehr viel zu erkunden. Natürlich will man alles sehen. Aber man darf auch nicht zu gierig werden, weil es gibt einfach Abschnitte. Da sollst du noch gar nicht hin. Aber ich hab doch geblockt. Ja, danke. Oh, und der nächste. Wuhu. Hätt's jetzt gerne gehabt, ne? Ja, mein Gott. Immer aus dem Spielflow gerissen werden. Würde nicht einfach eine kleine Einblendung reichen und das dann selbst nachschauen zu können? Also ich finde ja schon, aber hey, wer bin ich denn? Wie bei Dark Souls halt, einfach nur einblenden, was du gerade bekommen hast. Und wenn es dich interessiert, was es war, kannst du es doch im Menü nachlesen. Aber immer dieses gezwungene, du liest es jetzt, du musst es jetzt lesen. Kann ich ja dann noch, will ich ja doch gar nicht. Ja, dumm gelaufen, ne? Hier, schon wieder Stehmodus. Das kotzt mich ein bisschen an. Ich will doch gerade schleichen. Ich will doch den von hinten meucheln. Warum geht denn aus dem Modus raus? So. Mehr Kügelchen. Das meine ich eben. Wenn man das wenigstens abschalten könnte. Oder nur ein Bild würde doch reichen als Einblendung. Dann weiß ich auch, hey Mensch, ich habe gerade Kügelchen gesammelt. Geil. Wie rechts drüben, sehe ich es doch. Aber immer dieses Einblenden, das ist so. Das braucht es doch nicht. Das verlangsamt den Spielflow einfach so furchtbar. Okay, dann halt eben kein Attentatsangriff. Mir soll's recht sein. Löschpuder, ja. Weniger Feuerdamage, mehr ist das ja nicht. Oh oh. Schnauze. Da geblieben. Schnauze. Mhm. Und hier haben wir den Flammenlauf. Ein Eisenlauf, der Feuer spuckt.
kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden. Es ist schwierig, die Wut der roten Augen mit der Kraft der Menschen zu kontrollieren. Feuer ist jedoch überaus wirksam gegen sie. Sie sollen die Feuer mehr als alles andere fürchten. Wir haben doch da so ein Arschloch von roten Augen, ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Schnauze. Was machst du denn da hinpissen durch deine Windel hindurch? Ist ja widerlich. Okay, müssen wir das Gebiet jetzt hier aber, glaube ich, geklärt haben, ne? Jo. Aber wieso? Wieso hattest du ihn jetzt nicht mehr anvisiert? Ach Mensch! Da, das ist halt sowas. Und dann bist du aus dem Flow. Da, verreck. Das ist halt ein bisschen sehr. Ich weiß nicht. Those worthless bastards. Hello. You are Shinobi, if I'm not mistaken. Take the Shinobi axe from the temple and split their skulls wide open. Please. Okay. Wie das so ein Bonbon zum Lutschen deine Fähigkeit macht. Konfekt. Ja, jetzt haben wir einen kleinen feinen Shortcut. Jetzt haben wir schon mal nicht mehr so einen weiten Weg, dann, wenn wir hier auch mal drauf gehen sollten. Da haben wir alles. Nee, da waren wir noch nicht. We burning this temple next, boss? No, leave it. Go on to the next one. But if there's any offerings, we could give them to Lord Juzo. Enough! We don't take from Buddha. How many times do I have to tell you before it sinks into your thick skull? Please, don't get angry at me, boss. I'm sorry my skull's so thick. Erstmal den mit der Keule. Dann den anderen Penner. Wir bestellen ja Buddha nicht, sondern. Wir leihen uns. Ah, was gibt's denn da Feines? Shinobi-Axt des Affen. Eine schwere schwarze Eisenaxt, die von Shinobi verwendet wird. Wird in der Shinobi-Prothese zum funktionsfähigen Prothesenmodul. Die gewaltige Axt schneidet wenig, sondern zerstört mit ihrem Gewicht. Sie war einst die Lieblingswaffe eines Shinobi, der als springender Affe des versunkenen Tals bekannt war. Er verlor sie zusammen mit seinem linken Arm. Ja, und jetzt haben wir sie. Höhle. Oh, ein leichter Geldbeutel. Okay, Heilung haben wir gerade keine mehr, aber wir haben gut was weggeklärt jetzt schon mal. Das ist schon mal schön. Gut. Amokhühnchen. Kügelchen, sehr fein. Hier sind aber noch mehr Chicken.
haben wir denn da? Mehr Konfekt. Ja, man muss sich halt wirklich auf Sekiro einlassen. Sekiro. Meine ich natürlich. So. Und es ist halt auch sinnvoll, nicht immer gleich alles abzumetzeln und morden. Manchmal ist es gar nicht mal so schlecht, einfach mal abzuwarten. So, Hallöchen. Ich glaube, wir kennen uns, ne? Hey, good sir. Are you a looter too? Good sir, you look like a shinobi, I think. Are you looking for something? Well, in any case, I found this place first. Hmm? So, keep your eyes peeled out there, huh? And, you know, don't let the door hit you on the... Oh, by the way, while I was on my way here, I saw a three-story pagoda on top of some cliff. It was a fine pagoda. Really fine. I bet there's some kind of treasure kept in there. Gotta be. That's what I think, at least. Mhm. Da uns quasi dieselbe Info jetzt nochmal geteilt dann. So. Hey, open up! Open up or else! I can hear you whispering in there! If you don't surrender peaceably now, you're gonna regret it later! Hey, can you hear me? Hey! Ich würde gerne den anderen. Also der mit dem Hammer finde ich ein bisschen schlimm. Nix sagen. Nicht die anderen holen. Oh nein! Kann man da rein? Zufällig? Nee. Na, was gibt's denn hier? Verhülltes Jizo. Verhüllte Jizo-Statue. Kleines Buddha-Abbild in rotem Stoff. Im Gebet zwischen den Händen gehalten, stellt es eine Einheit Auferstehungsmacht wieder her. Das Einhüllen einer Jizo-Statue steht für elterliche Liebe. Der schützende Stoff soll sicherstellen, dass kleine Wesen einfach friedliches Leben hat. Okay. Sprich. Ist wie ein kleines Bonusleben noch. Da drüben ist was. Da komme ich aber noch nicht hin. Und nicht erwarten, dass es hier ein 100% Run wird. Es ist ja für mich auch der allererste Durchgang noch mit. Auch wenn ich mir immer... Ja, klar. Hast du mich jetzt gesehen, du Arschloch? It'll make your wounds worse. No, I must go. There is a shinobi hunter among the bandits. He's highly skilled. If I don't face him... Oh! I forbid it. You are in no condition. Hm. Na, ja, und das rote Häkchen sah, dass wir alles gehört haben. Who are you? I'm not a thief. You're the young lord's... Oh, thank goodness. Honorable Shinobi, those filthy bandits are after the young lord. They've already climbed the hill and set the estate on fire. It looked as if the young lord had no way to escape. I beg of you, Shinobi, please rescue the young lord. I entrust this to you. Gegengift. I pray it is of help. Thank you. Okay, weiter geht's. You're the young master Shinobi. Yes. What good are you? You were nowhere to be seen when things went south.
Wait. Tell me you didn't lead them here yourself. The timing of their attack was perfect. Normally those bandits wouldn't have stood a chance. Yes. Yes, it had to be you. I hope you die, traitor. Wir waren's aber nicht. Ja, mir ist ja nichts zu holen. Wüsste ich jetzt auch gerade nicht mehr. Hier machen wir allerdings jetzt erstmal noch nicht weiter, weil da kommen jetzt so Schildtypen. Und... wobei... wie weit ist denn da der nächste Rastpunkt entfernt? Ja, gut, das müsste gehen. Komm, wir versuchen es mal, ansonsten können wir uns ja auch wieder verpissen. Ist halt nicht so, dass wir da jetzt hilflos sind. Genau. Nee. Pimpen wir jetzt erstmal unsere Prothese ein bisschen. Hier. Rasten erstmal. Safe is safe. Reisen. Maroder Tempel. Geben wir unsere zwei schönen neuen Prothesen-Upgrades jetzt mal ab. Dann haben wir hier dieses Flammenteil. Dann sollten wir den Rotauge eigentlich auch mal so richtig in den Arsch treten können. Hoffe ich. Okay. Das Rotauge hätte ich in dem Part schon auch gerne vermöbelt. What are you doing? Oh, I didn't realize you were here. The sculptor has been coughing blood. I took a sample of this blood for my dragon rot research. A sample of his blood? Yes, blood that he's coughed up. The color of the blood itself appears to be tainted, stagnant, but... the sculptor's blood alone isn't enough to reach any conclusions. Is there anything I can do? Yes. Bring me samples of blood coughed up by others that suffer from the dragon rot. If I have more, I'll be able to learn more about the disease. If I come across anyone afflicted by the dragon rot, I'll ask them. Thank you. Okay. Haben wir leider keinen. Goodbye. Möchte man mit dem Opa reden? What is it? Shinobi techniques recorded within are fighting techniques that cannot be performed by samurai. Whether you make use of them or not is up to you. Shinobi aren't the only ones with their own fighting techniques. Stell mal das her und stell mal das her. The Shinobi prepares you here. Ja, ja. Ein Buch voller Geheimnisse über Techniken für die Shinobi-Prothese zum Erlernen von Fähigkeiten des Prothesenstils. Aus der Feder eines Mannes, der den Pfad des Shinobi verlassen hat, seine akribischen Forschungen jedoch nicht aufgeben konnte. Er hatte nie vor, sie weiterzugeben. What is it? It contains ways to bite into your foes. Schon mal aufgefallen, dass er auch immer nur mit der rechten Hand arbeitet bisher? Fighting techniques for your prosthetic arm. I see. I had thought that prosthetic techniques wouldn't ever be needed again. But it seems I was wrong.